Willkommen, willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute wird gevloggt. Ich zeige euch richtig coole Hosen, die ich bestellt habe. Beziehungsweise ich habe sie noch nicht mal geöffnet. Ich weiß nicht, ob sie cool sind, aber ich habe sie an der Freundin gesehen. Deswegen schätze ich das. Jetzt habe ich schon hier hinten alles ready gemacht für ein Video, welches auch die Woche online gehen soll. Und ich werde mich jetzt erstmal umziehen, weil ich habe erst gedacht, ich drehe in diesem Sweatshirt. Aber ich ziehe mal lieber ein bisschen Schmuck an und mache mich ein bisschen schön, ne? Für so ein Sit-Down-Video. Es sind auch noch ein paar Pakete angekommen, die ich auch nachher mit euch öffnen will, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich bestellt habe. Aber hier unten liegt ein fettes Stradivarius-Paket mit den Hosen. Und hier liegen auch noch meine Gymshark-Leggings, die ich euch auch noch zeigen möchte. Und ich kann vor Muskelkater diese Kamera nicht mehr halten. Ich habe mir jetzt ein Oberteil von, also so eine Strickjacke von H&M angezogen. Die ist wirklich schön. Die ist sehr, sehr hübsch. Ist auch eher in so ein bordeauxigeres Rot, als wie es jetzt in der Kamera scheint. Und ich werde mir jetzt die Haare locken. Vom Sweater zu das, zu oder zu dem. Ich kämme ja meine Haare immer, wenn sie trocken sind, nur ausnahmsweise auch nur mit einem Wildschweinborstenkamm. Und das hier ist einer von GHD jetzt. Ich habe noch so einen breiten. Da linke euch gerne ein paar in die Infobox. Man sollte natürlich die Haare nicht irgendwie stylen, wenn da noch irgendwelche Knoten drin sind. Aber wenn es geht, dann kämme ich sie halt nicht so oft, weil mir da zu viele Spitzen abbrechen. Und ja, ich das am liebsten vermeiden möchte. Dann lege ich sie mir einfach so um meinen Lockenstab. Und dann, let's lock! Umso näher ihr die Strähnen so aneinander legt, desto definierter wird die Locke. Und ich lege sie immer gerne breit, so dass die Strähnen nicht so... das Gedrehte nicht so aneinander klebt. Und dann gehe ich mit dem Glätteisen, mit dem Lockenstab immer so ein bisschen runter, damit ich irgendwann die komplette Strähne habe. Aber ich will eher, dass sie so loose sind, als dass sie so mega gelockt sind. Dann könnt ihr nochmal gucken, ob irgendwelche Strähnen vielleicht nicht so gut geworden sind. Dann lege ich sie nochmal drum rum. Ich habe diesen Lockenstab habe ich schon vor Jahren bei Amazon bestellt. Da war der auch noch super günstig. Ich glaube, der ist jetzt teurer geworden, weil die Nachfrage so heftig ist. Also ich habe den auch nicht nur alleine gezeigt, sondern ganz viele andere YouTuber und so haben den damals auch gezeigt. Und dann ist der im Preis gestiegen, weil die Nachfrage so groß war. Das war doof, aber teuer ist er trotzdem immer noch nicht. Ich glaube, der kostet immer noch 40 Euro mit mehreren Aufsätzen. Hallo! Hey. Hallo Schatz! Was machst du, Schatz? Ich mache gerade meine Haare. Oh mein Gott. Und dir? Gut, warst du in der Schule? Ja. Wie war's? Gut. Cool. Magst du? Und du magst Geschichten lesen. Nochmal bitte, Schatz? Oh cool! Also ich habe mir gestern dieses Nusha-Öl in meine nassen Haare gemacht, das erste Mal. Das, was ich euch auch bei der Haarroutine gezeigt habe. Und ich finde das schon sehr krass. Also meine Haare sind super soft, noch softer als sonst. Und die glänzen auch immer noch sehr schön. Ja, hat wohl auch mit nassen Haaren geklappt. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt nochmal irgendwie Öl drüber geben oder sowas, weil die einfach wirklich sehr soft sind und auch schon sehr glänzend. Die sehen einfach schon reichhaltig genug aus. Ich glaube, das würde das Haar einfach nur beschweren, wenn ich jetzt nochmal irgendwie ein Öl reinmache oder so. Kämme ich sie mir nochmal leicht durch. Ich habe so ein Spray, das ist ein Dry Texturizer Spray von The Vines oder so. Das hat meine Stylistin, also eine Make-up-Artistin, die Letizia Lehmack, eine ganz bekannte Make-up-Artistin, hat das mal in meine Haare gegeben. Und es macht das Haar so, ich weiß nicht, so voluminös, aber so ein bisschen griffig. Also das ist eher so ein bisschen griffigeren Look, falls ihr irgendwie so ein sehr feines Haar habt oder eben das so liegt durch das Öl, so ein bisschen flacher oder sowas. Und ihr Lust habt auf so ein bisschen Griffigkeit, dann kann ich das empfehlen. Das ist auch, das riecht auch sehr gut. Ich wäre jetzt die Haare. Und jetzt kann ich mich endlich schminken. So, ich habe jetzt fertig gedreht. Ich habe einfach gelabert. Aber ich glaube, ich habe ganz nützliche Sachen gesagt. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut euch das Video sehr gerne mal an. Es geht einfach... Schaut euch das einfach an. Es wird euch was bringen, Leute. Anders als diese
ich kaufe was ein und zeige euch den und den Haul und so. Es wird euch was bringen einfach und das ist vielleicht wichtig. Deswegen, ich bin jetzt fertig gemacht, falls jemand nach diesem Armband fragt. Das habe ich von meiner Mama bekommen. Jetzt habe ich noch ein paar Stories, die ich machen möchte und danach gehe ich runter und drehe noch ein Video und zwischendurch sollten wir vielleicht noch was essen. Aber das hier ist auch mein Lipstick, Lip Liner aus meiner Bridal Collection, das ist First. Ich meine, den gibt es noch online, ich glaube schon, aber ich mag den so gern, der ist so, der bleibt auch den ganzen Tag voll, voll schön. Muskelkater, ach, an den Seiten, hier ganz komische Stellen, hier hinten, so hier. Natürlich der Hintern, ne? Unterer Bauch. So, wir haben jetzt gerade das Essen von gestern gegessen. Ich hatte Hähnchen und Reis gemacht, das haben wir einfach warm gemacht. Und jetzt esse ich Fruchtzwerge und mein Mann isst Dani Sahne. Tada! Das ist unser Nachtisch heute. Obwohl ich Grießbrei gemacht habe gestern. Steht auch im Kühlschrank, aber wir haben Lust auf Joghurt. Ich habe mich jetzt hier runterbegeben und ich werde euch jetzt die ganzen Hosen zeigen und euch auch immer wieder Outfits dazu zeigen, die ich dann dazu tragen werde. Also, meine letzten Hosen, die ich jetzt gerade bekommen habe, waren Gymshark Leggings. Die zeige ich euch auch mal. Das hier ist jetzt eine graue, die habe ich euch schon in meinen letzten Vlogs gezeigt. Falls es zu super langweilig wird, gehe ich die jetzt nur ganz schnell durch. Das hier ist so eine bräunlich-rote, die ich auch sehr schön fand. Und die schwarze, die waren alle im Sale und deswegen habe ich die mitgenommen. Hatte ich schon mal eine von Gymshark, die habe ich dann verloren bei einem Tauchgang irgendwo, keine Ahnung, auf einem Schiff oder so. Ich hatte ja meinen Taucheranzug an und dann habe ich irgendwie diese Leggings, war dann irgendwie weg, als ich sie wieder anziehen wollte. Und deswegen habe ich mir jetzt, wo die im Sale waren, jetzt neue bestellt. Vielleicht gibt es die auch zum Black Friday noch mal günstiger. Deswegen, wenn ihr warten könnt, dann wartet auf jeden Fall noch ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie schnell die dann immer ausverkauft sind und so weiter. Tada, there you go. Sogar so eine grünliche habe ich geholt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus. Ich weiß es nicht, wir sind wahrscheinlich nicht die qualitativ hochwertigsten. Sehen aber wirklich cool aus, aber die sehen ein bisschen groß aus. Ich habe jetzt eine 7,5, also eine 38. So sieht der Schuh aus. Ich fand das ganz cool mit, dem weiten Schaft. Mal gucken, wie mit meiner Leggings wie das aussieht. Die haben sehr kein Profil. Ich glaube, die sind so ultra rutschig. So ein bisschen Profil haben die, aber ich bin gerade ein bisschen gerutscht auf dem Teppich. Mal schauen, wie die gestylt aussehen. Dann fangen wir an mit den Hosen. Also es ist eine High-Waist-Hose. Ich kann da jetzt auch wahrscheinlich zu jeder einzelnen Farbe nicht so super viel sagen, deswegen gehe ich die jetzt einmal kurz durch. Hier ist eine offene. Das ist, oh, guck mal bitte diese Farbe an. Wie schön ist die bitte. Ich habe die jetzt alle in der 36 genommen. Sie ist so ein High-Waist, aber nicht so mega doll, glaube ich. Also so ein bisschen. Und sie meint halt, die sind super stretchy. Und das, was ich jetzt gerade sehe, ist auch super stretchy. Dass es halt nicht so mega eng sitzt und so super doll stört. Aber bitte, diese Farbe ist ja richtig schön. Das kann ich mir richtig schön mit einem Grau vorstellen, damit dieses Braun einfach so schön weiterlebt. Habe ich hier noch eine in Braun. Ich glaube, das war Karamell. Ich hatte mal so eine Hose und die ist mir kaputt gegangen. Schöne Farbe. High Waist Intro Alto Coating Hose. Hier ist auch nochmal das Preisschild. Könnt ihr sehen, 19,99 kostet die. Ah, ich habe noch eine weite Hose bestellt, die zeige ich euch am Schluss. Dann habe ich noch so eine braune geholt, ohne rötliche Untertöne. Also das ist ein bisschen dunkler als die hier. Ich glaube nicht, dass man jetzt beide braucht, aber guck mal, welche mir besser gefällt. Wobei die schon, also die ist schon dunkler als die. Also das hier ist die Unterschiede zwischen denen. Dann habe ich eine schwarze mitgenommen. Weil meine schwarze wirklich komplett kaputt ist und ich trage sie nicht mehr. Schmeiße sie aber auch nicht weg, weil ich mag die so gerne. Und ich hoffe, dass das mein neuer Favorite sein wird. Richtig schönes, tiefes Schwarz und ein schönes, mattes Leder, was nicht so super glänzend ist. Ich bin echt gespannt, wie sie getragen aussehen. Dann haben wir eine graue. Auch schön, wenn man so komplett grau ist, mit so einem weißen Hemd noch vielleicht oder so. Oder diese Polunder, die man dann trägt. In Grau und dann im weißen Hemd drunter. Könnte auch sehr cool aussehen. Dann von den Lederhosen die letzte. Ein schönes Grün. Cool, oder? Ist mal was anderes. Sowas besitze ich noch gar nicht. Dachte mir, vielleicht kann man das irgendwie auch cool stylen. Sieht bestimmt zu beige sehr, sehr schön aus. Dann habe ich mir noch eine sehr weite Hose gekauft.
in weiß. Aber die sah so cool bei dem Model aus. Guck mal, ob die durchsichtig ist. Die hat so eine richtig schöne enge Taille, ist aber auch so stretchy. Also ich glaube, die sind alle sehr bequem. Die ist halt komplett weit von oben bis unten. Bei mich, das ist auch kein Jeansstoff. Das fühlt sich auch so ein bisschen ledrig an, aber es sieht überhaupt nicht ledrig aus. Aber es fühlt sich so nicht so Jeans festmäßig, sondern sehr weich. Mir ist dieses Ding gerade auf meinen Fuß gefallen. Und ich glaube, ich kann nicht wieder gehen. Okay. Oh, tut es weh? Also die Hose ist zu klein hier. Sieht überhaupt nicht schön aus. Hier passt allerdings einmal eine Hose an meiner Taille richtig. Also sie steht null ab. 0,0. Und sie ist auch kurz. Aber das mag ich. Ich wollte, dass sie so kurz ist. Ich wollte sie mit Boots dann tragen. Aber hier sieht es nicht schön aus. So, mein Mann meinte gerade, muss sie so hoch getragen werden? Dann habe ich sie so ein kleines bisschen runtergezogen. Aber trotzdem sieht der Bereich nicht so vorteilhaft aus. Ich habe jetzt die Gymshark Leggings an in schwarz. Die brauche ich jetzt nicht so super bewerten, weil das ist eine, die ich auf jeden Fall schon hatte und mir halt nachgekauft habe, weil ich sie so cool fand. Und zeigt ihr euch mal im Spiegel. Das hier ist die Hose. Das ist ganz cool. Mit der kann man ganz gut chillen. Mit der kann man ganz gut Sport machen. Die ist super stretchy, stört nicht, ist blickdicht. Also mag ich. Und das hier ist einmal die schwarze. So, jetzt habe ich die graue angezogen. Das ist genau dieselbe, nur in grau. Auch sehr schön. Auch eine schöne Farbe, wie gesagt. Ist auch stretchy. Sieht nice aus. Kann man auch so mit so einem coolen grauen Hoodie oder mit so einem coolen weißen Hoodie so sonntags oder so tragen. Oder halt eine einfache Spur machen. Dann die rötliche. Auch eine sehr schöne braune. Boah, die ist richtig schön. Die gefällt mir am besten noch. Aber der Bund ist übrigens auch sehr hoch. Also der geht wirklich bis hier. Hierhin mag ich sehr gerne. Die Farbe ist toll. Kann man, glaube ich, zu allen Farben tragen. Vielleicht zu beige würde das sehr elegant aussehen. Ich werde mir jetzt eine andere Hose anziehen. Wir fahren nämlich zum Kaminbauer und zeige euch dann auch noch die Tage, die ganzen anderen Hosen. Das in diesem Video. Übrigens, mein Mann hat gerade seinen Schrank aufgemacht und meinte, ich liebe es, meinen Schrank aufzumachen, weil es riecht so gut. Und das habe ich euch in einer meiner letzten Videos gezeigt, dass ich so, wundert euch nicht, das sind Babyklamotten für meine Freundin, die ist schwanger. Und ich will so einen Korb für sie machen mit so ganz vielen, ich brauche noch so einen braunen Schnuller, ich wollte noch so eine Bernstein-Kette. Klar, die kann er dann noch nicht anziehen als ganz kleines Baby, aber egal. So bräunliche Sachen. Bitte schaut euch mal diese Hose an. Entschuldigung, wie klein kann ein Mensch sein? Ja, aber die hatte ich euch auch schon alle in einem Vlog gezeigt und das muss ich noch vorbereiten. Auf jeden Fall hatte ich ja so Duftsäckchen in die Schränke gelegt und das sind wirklich richtig coole. Die habe ich beim Rewe, glaube ich, gekauft und der ganze Schrank, wenn man den aufmacht, die Schubladen, dann riecht das alles danach. Das ist so schön. So, jetzt ziehe ich noch eine Hose an. Ich ziehe jetzt gleich die hier an, die schön high-waisted. Und dann geht's los zum Kaminbauern und das muss ich hier noch wegräumen. Ich mache jetzt meinen roten Lippenstift ab, weil ich weiß, dass ich gleich aussehen werde wie sonst noch was, wenn ich eine Maske trage. Ich meine, es verschmiert jetzt nicht so super mega, aber ab und zu habe ich dann so ein bisschen was rechts und links hängen. Das ist nicht so nice, deswegen versuche ich den ein kleines bisschen runterzunehmen. Der hat eh so einen Stain, also so, dass es nicht ganz weg ist. Aber zu Zeiten wie diesen trage ich weniger rote Lippe. So, das reicht auch schon. Der hat so einen wirklich schönen Stain. Also auch wenn der abgeht, der ist eine Farbabgabe noch so auf den Lippen. Gehen wir mal ein paar Kamine gucken, weil beziehungsweise einen Kamin planen. Wir planen den, wie wir den halt bei uns haben wollen. Ja, der wird dann nächstes Jahr irgendwann erst gebaut, weil die einfach zu viele Aufträge haben. Und es gibt einfach nicht so viele Monteure. Und das sind ja alles Sondermaße, Sonderanfertigungen. Ich habe übrigens auch jemanden gefunden, der unsere Treppe machen kann, also mit einem Teppich. Ich muss da mal nächste Woche hingehen und mal fragen, wie teuer das Ganze wäre. Aber ich habe da angerufen, ich habe gesagt, wie ist das? Dann haben die gesagt, du kommst erstmal vorbei, dann entscheidest du dich für einen Teppich, dann kommt wir das ausmessen und dann kriegst du einen Kostenvoranschlag. Da bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt los. Ich habe mich jetzt angezogen, wollte euch kurz das Outfit zeigen. Das ist eine Hose von Tara Ramon oder wie die auch immer heißt, so eine Spanierin. Dann dieses Oberteil von H&M. Eine Jacke, der Mantel, da wurde ich auch auf Instagram sehr oft danach gefragt. Den habe ich letztes Jahr bei Zara gekauft. Der ist auch wirklich schön warm. Sehr, sehr schön warm. Dann die Tasche ist von Valentino. Die hat mir mein Mann vorletztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und Boots von H&M, die ich jetzt auch schon 30 Millionen Jahre habe, die ich unbedingt ersetzen sollte, weil sie langsam sich auflösen, aber sie sind so warm und so bequem.
kann sie nicht in Ruhe lassen. Wir werden so einen Kamin bei uns zu Hause einsetzen, aber spiegelverkehrt. Also das Teil hier wird an der Wand stehen. Und wir werden kein schwarzes Granit, also keinen schwarzen Granit nehmen. Seht ihr, hier ist schwarzer Granit an den Seiten und hier oben. Und wir werden den hier nehmen. Genau den hier. Ich halte ihn euch mal kurz dahin. Dafür haben wir uns entschieden, weil ich glaube, so ein großer Marmorblock sieht in einem Stück hier sehr schön aus. Und der ist auch so ein bisschen, der hat so ein bisschen Farbe. Also der ist nicht ganz so weiß, auch noch ganz helle. Alles, was man sich hier so vorstellen kann. Dann gibt es noch lauter andere Töne, auch so rötliche, die sind auch super schön, der hier. Der ist auch ein Traum. Muss halt immer zum Haus passen, ne? Und ursprünglich wollten wir so einen haben, aber das klappt leider bei uns im Haus nicht. Der hier wird auch schön sein, vor allem kann man bei dem an beiden Seiten halt das Feuer anschauen. Oh, ich liebe Kamine. Wer einen Kamin zu Hause hat, der weiß, was ich meine. Das ist so eine schöne Wärme. Stell mich jetzt hier hin. Wir warten jetzt auf den Kostenvoranschlag und sitzen uns so lange da hinten an den Tisch. Und dann mal schauen, wann und ob das klappt alles. Mama macht halt nur so ein Loch, Schatz. Ach so, ja. Das ist nur schön. Das ist nur schön, wenn man da keine Wand hinter hat, ne? Nicey. We're back, ladies and gentlemen. Ich kann mal... Ah, das tut so weh. Ich habe so Muskelkater. Wir waren noch bei in so einem Teppichladen, weil wir... Also, Kamin ist geritzt, aber wir waren noch bei einem Teppichladen, weil wir nämlich noch einen Teppich über die komplette Treppen haben wollen, weil es wirklich sehr rutschig ist. Also, wenn man diese Kuschelsocken anhat und hier schnell die Treppe runterläuft, was ich ja sehr gerne mache, wenn es klingelt und ich bin ganz oben. Die Postboten rennen ja auch so schnell weg, wenn man nicht innerhalb von 30 Sekunden irgendwie aufmacht. Und ja, deswegen suchen wir einen Teppich, der halt über die Treppen geht, aber nicht über die kompletten Treppen. Das finde ich nicht so schön, eher so über die Mitte. Deswegen waren wir in einem Laden in Köln und haben uns drei Vorwerkteppiche mitgenommen, die wir uns morgen noch im Licht anschauen. Aber wir werden wahrscheinlich diesen hier nehmen, also den unteren. Der ist ein bisschen zu dunkel, der ist zu grau und der hier scheint perfekt. Schauen wir uns, wie gesagt, morgen nochmal im Hellen an. Aber ich glaube, es könnte sehr gemütlich werden, wenn der noch... Ja, noch so 10 cm noch breiter ist, dann werden die an den Seiten noch weiß ich nicht, wie der das genannt hat, aber da wird noch so ein, so festgemacht wird das praktisch an den Seiten nochmal mit so einem härteren Band, so könnt ihr euch das vorstellen. Das wird auch nur über den Treppen stattfinden, das Ganze jetzt nicht noch hier überall, sondern das wird praktisch so sein. Das sind alles so Vorwerkteppiche. Good morning, happy Montag. Ich habe das ganze Wochenende über ein anderes Video gedreht und deswegen seht ihr mich wahrscheinlich manchmal doppelt in Outfits oder im Make-up, aber ich werde euch heute die Hosen zeigen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe die Hosen bei Stradivarius gekauft, die ich euch letztens gezeigt habe und ich habe heute eine an und ich würde die euch gerne zeigen mit ein paar Outfits und ich finde, die sind wirklich... Schön, also ich habe die jetzt eine Weile an. Wir haben jetzt 10.08 Uhr und ich habe die jetzt ein paar Stündchen an. Eine Stunde ungefähr. Und die ist wirklich sehr schön. Die ist super elegant. Und ich zeige euch auch gleich mal, wie lang die ist. Genau mit meinem Bauchnabel endet sie. Und von hinten ist sie auch schön. Und die ist auch super bequem. Also die ist sehr stretchy. Und ich zeige euch jetzt auch gleich noch die Länge. Wie könnt ihr das sehen? Die ist, also, geht nicht bis zum Boden oder so, sondern die hat eine ganz schöne Länge. Bis hierhin. Ja, auch die Farbe ist sehr schön von der Hose. Also das ist wirklich ein schönes Braun, so karamellig braun. Echt bequem, also sie 36 rutscht ein kleines bisschen hier hinten. Aber in der 34 wird das wahrscheinlich alles zu sehr gequetscht aussehen. Das habe ich einfach mit einem weißen Hemd angezogen und ich hatte mir mal dieses Top hier gekauft von H&M. Es gibt ja jetzt lauter solche Wolltops, die man einfach so drüber ziehen kann. Mag ich sehr gerne. Das Hemd ist auch von H&M, aber das ist bestimmt schon, keine Ahnung, 10 Jahre alt. Dann haben wir jetzt auch noch andere Farben. Die gehe ich jetzt alle mit euch durch und schau mal, wie ich sie kombiniere. So, jetzt habe ich die grüne an. Es ist ein bisschen dunkel jetzt hier, oder? So, vielleicht ist das ja besser. Aber das hier ist jetzt die dunkelgrüne und die ist auch sehr, sehr schön. Auch mal was anderes, ne? Was bisschen besondereres.
Aber ich habe das jetzt einfach mit einem beigen Oberteil angezogen. Das habe ich von Zara. Das ist auch super alt. Ich glaube, 3 Jahre alt oder so. Und einem Gürtel, der ist auch von Zara. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ich verlinke euch mal ähnliche Teile in die Infobox. Der hat halt hinten so einen V-Schnitt praktisch. Wirklich eine sehr schöne Farbe. Also Bequemlichkeit ist immer noch dieselbe. Und dieses dunkle Grün. Sehr, sehr schönes, so dunkles Grün. Mag ich. Ja, nächstes Outfit. Ich habe jetzt auch wieder Zara Zara. Das habe ich vom letzten Jahr gekauft. Allerdings bin ich ganz sicher, ob das dazu passt. Aber irgendwie finde ich es doch schön. Und zwar habe ich das zu der grauen Hose angezogen. Die auch sehr schön ist. Also auch die Farbe ist sehr schön. Auch die Farbe kann man mit super vielen kombinieren. Kann man auch zum Beispiel nur mit einen grauen Pullover tragen. Könnte auch cool aussehen. Sehr chillig und sehr angenehm. Ja, weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Es ist ein schönes, dunkles Grau. Was ich auch schön finde, dass sie hat so einen perfekten Matt-Glänzanteil. Die ist so nicht zu krass, aber reflektiert schön. Wenn die halt hier in der Mitte hell reflektieren, dann sieht das Bein halt gekonturt und gehighlightet aus. Habe ich euch übrigens auch auf Instagram gezeigt. Auf Instagram findet ihr, glaube ich, die Outfits auch super schnell. Wenn ich was habe da irgendwie, dann trage ich es relativ schnell, damit ihr das noch kriegen könnt. So, das hier ist das nächste Outfit. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die dunkelbraune Hose ist, glaube ich, mein Favorit. Sie ist so schön. Also diese Farbe ist so schön. Und ich habe einfach ein braunes Top angezogen. Das ist auch sehr alt und auch von Zara. Aber guckt am besten auch, was ihr in so einem Schrank habt, damit ihr was ihr halt damit kombinieren könnt, damit es nicht alles neu ist und so. Und das ist dieser neue Cardigan von H&M. Der war ja immer wieder ausverkauft, wird aber immer wieder gerestockt. Ist sehr, sehr schön, ist auch bequem, piekst mich nicht so. Aber er fusselt extrem. Also wenn ihr damit Probleme habt, dann don't. Man kann auch super schön andere Cardigans dazu tragen. Zum Beispiel diese helle oder so, ne, mit den dunklen Knöpfen hier. Der ist auch von H&M, der ist auch neu. Der könnte auch dazu passen. Oder irgendwie irgendwas so Korallfarbenes, glaube ich, greift die Farbe einfach sehr schön wieder auf. Das hier ist meine Lieblingsfarbe. Und die quetschen übrigens am Bund auch nicht so. Das heißt, wenn ihr sitzt oder so, ist es alles noch schön bequem. Und last but not least, die schwarze. Ich habe zwar noch eine braune, dazu kommen wir aber gleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der schwarzen Hose, dann habe ich noch Boots. Die habe ich auch noch nicht vergessen. Aber die schwarze Hose ist einfach eine klassische schwarze Lederhose, die mir sehr gut gefällt. Also jetzt kann ich endlich meine alte wegtun, weil meine alte ist wirklich teilweise so dünn gelaufen. Die kann man gar nicht mehr anziehen, die sieht auch nicht mehr schön aus, da blättert alles ab und so. Aber ja, mag ich auch sehr gerne. Und sitzt auch wie die anderen sehr gut. Ich habe dazu einen alten Kenzo-Pullover angezogen. Die Kenzo-Pullover gibt es ja immer wieder pro Saison mit neuen Farben und so weiter. Den hatte ich schon lange, lange nicht mehr an. Und darunter habe ich von Kragen einen Kragen an. Der geht tatsächlich bis hier hin und hat an den Seiten so richtig gute Gummibänder, sodass es praktisch eurer Brust, egal ob ihr eine größere oder eine kleinere Brust habt, dass es sich gut anpasst. Das ist ohne Ärmel und so weiter. Das ist wirklich nur so bis hier. Und hier an den Seiten nur Gummibänder und hier Knöpfe. Und die gibt es auch komplett in hellblau, wollte ich, glaube ich, auch einen. Und die gibt es auch noch mit so runden Kragen. Naja, auf jeden Fall genug zu den Kragen. Ich würde es so tragen. Auch ein sehr schönes Alltagsoutfit. Ich habe jetzt noch diese braune Hose. Allerdings glaube ich, dass die der einen, also der ersten Hose, die ich euch gezeigt habe, doch ein Ticken zu ähnlich ist. Deswegen werde ich meine Schwester fragen, ob sie sie haben möchte. Sie ist nicht so der große Lederhosen-Fan, aber ich frage sie trotzdem mal, vielleicht will sie sie haben, ansonsten schicke ich sie zurück. Und dann haben wir jetzt auch noch Boots. Mal gucken, ob ich die noch mit was anderem stylen sollte, aber ich glaube, das würde eigentlich gehen zu dem Outfit. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Jetzt seht ihr wahrscheinlich gar nichts, aber ich zeige es euch jetzt gleich vom Nahen. Das hier sind die, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es doch eher zu der grauen Hose tragen. Ich glaube nicht, dass es so cool ist. Mit, oh no, da waren ja richtige Schlieren hier auf meinem Boden. Aber vielleicht könnten sie cool aussehen mit so einem schönen Strickkleid. Jetzt gerade gesehen, dass mein Kleid hier dreckig ist. Das schmeiße ich mal direkt in die Wäsche. Aber ich habe es jetzt doch nochmal so angezogen, damit ihr es besser bewerten könnt. Oder wie ihr es besser bewerten könnt.
Ich glaube, so finde ich es cool. Ich glaube, ein graues Paar Schuhe, die jetzt nicht so super teuer sind, sind jetzt auch keine schlechte Idee. I like, aber ich kann den hier, der zieht mir richtige Schlieren hier auf meinem Boden. Ich werde sie behalten. Sie haben jetzt auch nicht so eine unfassbar hohe Höhe. Das heißt, man kann sie auch den ganzen Tag übertragen, ohne dass man Schmerzen kriegt. Das hier habe ich mal gekauft. Ich meine bei H&M auch vor ein paar Jahren. Nee, bei Cotton. Cotton. Oh. Kalt. Ich packe jetzt ein paar Pakete mit euch noch aus. Ich habe mich jetzt umgezogen, damit ich ein kleines bisschen besser arbeiten kann. Ich muss nämlich noch den Haushalt noch machen. Aber es ist okay. Wir haben erst 10.56 Uhr und... Nachdem ich die Pakete angeboxt habe, kann ich dann in Ruhe frühstücken. Liebe Tara, viel Freude mit einem neuen Duft Ambrette de Noir von Aren. Alles Liebe, Lucia. Hier ist ein kleines Päckchen von Estee Lauder. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es sieht unfassbar hochwertig aus. Schaut euch mal diesen Deckel an hier mit dem... Oh, das sieht so schön aus. Nur leider kann ich dieses Blau nicht so wiedergeben in der Kamera, aber es sieht traumhaft aus. Der riecht gut. Der riecht nach Eleganz und Frische, aber absolut für den Alltag geeignet. Also nicht so stark. Er ist nicht so... Ich würde ihn, glaube ich, nicht abends... Obwohl... Doch, ich würde ihn auch abends tragen. Also ich werde ihn noch testen, mal gucken, was mein Mann sagt. Aber vielen Dank an Estee Lauder für diesen wunderschönen neuen Duft. Und die Gartenlampe für unsere Palmen. So klein! Ach so. Dann wird das hier so festgeschraubt, dann kommt das praktisch in die Erde rein. Hier dieser Stab hier, das wird hier so festgeschraubt, dann kommt es in die Erde rein. Und das hier ist dann praktisch das Kabel dazu. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal rauslegen, dann kann mein Mann das machen, damit er mich so... Obwohl, das kann ich auch machen, also so schwer ist es jetzt auch nicht. Manchmal stellt man sich so ein bisschen an. Dann haben wir noch ein Paket. Gestern haben wir den Weihnachtsbaum aufgehängt. Ich zeige ihn euch gleich mal. Er sieht so schön aus. Und ich habe gerade dazu ein Holzpferd bestellt. Allerdings braucht es 3 bis 5 Werktage, bis es hier ist. Ich hoffe sehr, dass ich es diese Woche noch bekomme. Aber ich habe so ein Holzpferd bestellt und ich werde auch noch Holzanhänger kaufen, um diesen Weihnachtsbaum so ein bisschen mehr holzig zu machen, weil diese Atmosphäre im Wohnzimmer einfach so ist. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen mit dem Karo-Muster, diesen Servietten-Karo und vielleicht ein paar Kissen und sowas und vielleicht eine Decke kombinieren. Und dafür bin ich gerade in dem anderen Vlog am Drehen und am Überlegen, wo ich das herkriege und am Einkaufen und so weiter. Ich glaube, ich muss auch nochmal zum Ikea, weil ich brauche erstens Lampenfassungen. Plus, die haben eigentlich immer schöne Sachen zur Winterzeit. Manchmal passt das für mich, manchmal nicht so. Aber man kann auch sonst mal vielleicht online gucken. Ja, jetzt haben sie Kugeln hochgeladen und so ein Weihnachtsbaum mit so Körben. Aber auf jeden Fall, das drehe ich gerade für das andere Video. Falls es noch nicht online ist, wird es das nächste Video sein, welches online kommt. Deswegen abonniert gerne den Kanal, damit ihr das nicht verpasst, Mädels und Jungs. Das wäre doch schrecklich, ne? Ich kriege eine Weihnachtssocke voller Charlotte Tilbury Produkte, die Träume können wahr werden. Oh mein Gott, ist das auch für mich wirklich? Magic Skin Secrets, oh mein Gott. Ich liebe die Magic Skin Creme. Oh mein Gott, die ganze Socke ist voll, Leute. Ein Superstar Glow Highlighter. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, ob das jetzt für mich ist oder nicht. Happy Holidays, Darling. This year I want to spread joy, positivity and magic with the perfect gifts to make everyone's beauty dreams come true. Inspired by jewels, gemstones and beautifying crystal glow filters. The gifts of magic makeup and science powdered skincare secrets are guaranteed happiness. Thank you for all your magical support. Wishing you a happy holiday full of love, light and magic. Ui, das ist ein Dankeschön. Ich zeige ja immer wieder gerne Charlotte Tilbury. Das ist nie eine bezahlte Werbung oder sowas. Und die Beauty-Marken so freuen sich natürlich sehr, wenn man dann auch mal zeigt, was man gerne benutzt. Ich zeige euch das mal hier in der Sonne. Oh no, wie schön ist dieser Highlighter. Ich werde ein paar Sachen aber wirklich nicht berühren, weil ich sie in eure Verlosungsboxen machen werde. Dann haben wir hier noch einen Gloss in der Farbe Champagne Diamonds. Der sieht sehr, sehr schön aus. Obwohl, ich habe hier zwei Farben, dann kann ich einen für mich und einen für euch. Oh, wow. Komm her, komm. Oh ja. Oh. Habe ich noch in einer anderen Farbe, wie gesagt, das ist dann für euch.
Dann habe ich hier noch Lippenstifte. Das sind die Fallen from the Lipstick Tree. Das werde ich, glaube ich, verlosen. Das ist so eine Farbe, die jeder Mensch braucht. Auch sehr schön. Auch so ein Nude, aber dunkles Nude. Wow, okay. Guck mal, wie süß das ist. Hier ist einmal der Easy Highlighter. Oh mein Gott, das ist ja wie so ein Adventskalender. Ich kann nicht mehr. Dann haben wir das Magic Serum. Dann haben wir Lippenstifte in der Farbe Pillow Talk. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das kenne ich noch nicht. Darauf freue ich mich sehr. Lebkuchen aufgegessen. Und ich hoffe, dass er gerade vom Einkaufen noch mehr mitgebracht hat. Yes. Das ist unsere Süßigkeiten-Schublade. Das ist hier immer, jeder weiß direkt, wo er hin muss. Hier oben steht auch immer Süßes, aber ja, hier unten. Yay! Oh, er hat sich nicht seine eigenen mitgebracht. Er mag die gefüllten sehr gerne. Und wir haben übrigens noch so einen Massagegun bestellt, weil ich so Schulterschmerzen wieder hatte. Und ja, haben wir bei Amazon gefunden. Mal gucken, wie das so ist. Werde ich euch auch mal verlinken. Aber ich muss auf jeden Fall hier mal die Küche aufräumen und den ganzen Spaß hier sonst noch aufräumen. Hier, die Eier sind übrigens auch wieder angekommen. Unsere Fresh-Eier, die wir heute wieder an die ganze Verwandtschaft ausliefern. Und hier sind ein paar Sachen, die ich gestern noch gekauft habe. Dann habe ich noch Weihnachtsdeko vom letzten Jahr. Und das hier ist der Weihnachtsdeko. Er ist so schön, nur wie gesagt, mir fehlen Holzelemente, weil hier alles ja sehr so holzlastig ist, ne? So ein bisschen beige und so. So für sich sieht das alles ganz gut aus, aber in Kombination mit dem Wohnzimmer möchte ich gerne, dass es noch ein bisschen mehr so ein Zusammenspiel hat. Deswegen habe ich auch ein Holzpferd bestellt, stelle ich dann hier so davor. Und diesen wunderschönen Adventskalender, den kriege ich jedes Jahr von meinem Mann. Der ist so schön. Ich weiß nicht, welchen er von mir kriegt. Ob ich, also selber machen werde ich wahrscheinlich keinen mehr. Aber ich werde auch irgendeinen besorgen. Vielleicht so einen mit Rubbellosen oder auch einen mit Schokolade. Auf jeden Fall, das ganze Zeug muss ich hier auf jeden Fall auch noch gleich wegräumen. Dann habe ich hier noch eine Pflanze, die stand hier in der Ecke rum. Die muss ich auch auf jeden Fall wegräumen. Und eine Neverending Story hier mit diesen Leinwänden. Ich weiß nicht, wann ich das schaffen werde, die aufzubauen. Das ganze Weihnachtszeug werdet ihr dann auf jeden Fall in meinem Weihnachtsvideo sehen. Und jetzt verlasse ich euch hier. Ihr findet alles, was ich euch erzählt habe, in der Infobox verlinkt. Oh, hey Baby. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Versprochen. Habt ihr mir auch versprochen, dass ihr dabei seid? Also abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. I love you.